Mein Name ist Nele Schomakas, ich bin Pfarrerin in der Kirchengemeinde St. Stephanus Delmenhorst. Ich lese Auszüge aus der Passionsgeschichte, wie sie bei Lukas aufgeschrieben ist, nach der Übersetzung der Basisbibel. Es kam das Fest der ungesäuerten Brote. Am ersten Tag musste das Passahlamm geschlachtet werden. Jesus schickte Petrus und Johannes los. Er sagte: Geht und bereitet das Passahmahl für uns vor, damit wir es essen können. Als die Stunde für das Passahmahl gekommen war, legte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Und Jesus sagte zu ihnen: Ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passahmahl mit euch zu essen, bevor mein Leiden beginnt. Das sage ich euch, ich werde das Passahmahl so lange nicht mehr essen, bis es in Vollendung gefeiert wird im Reich Gottes. Dann nahm Jesus den Becher, sprach das Dankgebet und sagte: Nehmt diesen Becher und teilt den Wein unter euch. Das sage ich euch, ich werde von nun an keinen Wein mehr trinken, so lange, bis das Reich Gottes kommt. Anschließend nahm er das Brot und sprach das Dankgebet. Er brach das Brot in Stücke, gab es ihnen und sagte: Das ist mein Leib, er wird für euch gegeben. Tut das immer wieder zur Erinnerung an mich. Genauso nahm Jesus nach dem Essen den Becher und sagte: Dieser Becher steht für den neuen Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Er kommt zustande durch mein Blut, das für euch vergossen wird. Aber seht doch, einer wird mich verraten, er sitzt hier mit mir am Tisch. Der Menschensohn muss den Weg gehen, den Gott für ihn bestimmt hat. Aber wie schrecklich wird es für den Menschen, der ihn verrät. Da fingen die Jünger an, sich gegenseitig zu fragen: Wer von uns würde so etwas tun? Nach dem Passahmahl verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg, um dort zu beten. Nach dem Gebet näherte sich eine Truppe. Judas, einer der Zwölf, ging an der Spitze. Er kam auf Jesus zu und wollte ihm einen Kuss geben. Aber Jesus sagte: Judas, willst du den Menschensohn wirklich mit einem Kuss verraten? Da merkten seine Begleiter, was geschehen sollte. Die Männer nahmen Jesus fest, führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des obersten Priesters. Die Männer, die Jesus bewachten, verspotteten ihn und verprügelten ihn dabei. Als es Tag wurde, versammelten sich die Ältesten des Volkes, dazu die führenden Priester und die Schriftgelehrten. Dann ließen sie Jesus in ihr Gerichtsgebäude bringen. Sie forderten ihn auf: Sag uns, wenn du der Christus bist. Jesus antwortete: Wenn ich es euch sage, werdet ihr nicht glauben. Da riefen alle: Also bist du der Sohn Gottes? Und Jesus antwortete ihnen: Ihr sagt es, ich bin's. Da sagten sie: Wozu brauchen wir noch Zeugen? Wir haben es aus seinem eigenen Mund gehört. Die ganze Versammlung erhob sich und sie brachten Jesus zu Pilatus. Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Du sagst es. Pilatus sagte zu den führenden Priestern und der Volksmenge: Ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Aber sie bestanden darauf, mit seiner Lehre hetzte er in ganz Judäa das Volk auf, angefangen von Galiläa bis hierher. Pilatus ließ die führenden Priester zusammenrufen, dazu die anderen Mitglieder des jüdischen Rates und das Volk. Er sagte zu ihnen: Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, weil er angeblich das Volk aufhetzt. Seht doch, ich habe ihn in eurem Beisein verhört. Keiner der Anklagepunkte, die ihr gegen ihn vorbringt, hat sich bestätigt. Seht doch, er hat nichts getan, wofür er den Tod verdient. Ich lasse ihn auspeitschen, dann gebe ich ihn frei. Doch sie schrien alle wie aus einem Mund: Weg mit ihm, gib uns Barabbas frei. Noch einmal redete Pilatus den Leuten zu, denn er wollte Jesus freigeben. Aber die schrien: Kreuzige, kreuzige ihn! Da wandte er sich zum dritten Mal an sie: Was hat er denn verbrochen? Ich kann nichts an ihm finden, wofür er den Tod verdient. Aber sie bedrängten ihn weiter und schrien immer lauter: Ans Kreuz mit ihm! Zuletzt hatte ihr Geschrei Erfolg. Pilatus entschied, ihre Forderung zu erfüllen. Er gab den Mann frei, um den sie gebeten hatten. Aber Jesus lieferte er aus, so wie sie es gewollt hatten. Die Soldaten führten Jesus zur Hinrichtung. Unterwegs hielten sie Simon von Kyrene an, der gerade vom Feld zurückkam. Sie luden ihm das Kreuz auf, damit er es hinter Jesus hertrug.
Viele Leute aus dem Volk liefen hinterher. Darunter waren Frauen, die sich auf die Brust schlugen und um ihn weinten. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. So kamen sie zu der Stelle, die Schädel genannt wird. Dort kreuzigten sie Jesus und die beiden Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Aber Jesus sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten verteilten seine Kleider und losten sie untereinander aus. Das Volk stand dabei und schaute zu. Die Mitglieder des jüdischen Rates verspotteten ihn. Andere hat er gerettet, jetzt soll er sich selbst retten. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie gingen zu Jesus und reichten ihm Essig. Dabei sagten sie: Wenn du der König der Juden bist, rette dich selbst. Über Jesus war ein Schild angebracht: Das ist der König der Juden. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt waren, verspottete Jesus. Es war schon ungefähr die 6. Stunde, da breitete sich im ganzen Land Finsternis aus. Das dauerte bis zur 9. Stunde, so lange hatte die Sonne aufgehört zu scheinen. Dann zerriss der Vorhang im Tempel mitten durch. Und Jesus schrie laut: Vater, in deine Hände gebe ich mein Leben. Nach diesen Worten starb er. Der römische Hauptmann sah genau, was geschah. Da lobte er Gott und sagte: Dieser Mensch hat wirklich ganz und gar so gelebt, wie Gott es will. Amen. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Karwoche. Bleiben Sie behütet.